So, ich bin wieder zurück. Ach, der Goldschub geht mir langsam auf die Nerven. Gut, ich muss zwei Egel und eine Zuckerbirne. Zwei Egel und eine Zuckerbirne, zwei Egel und eine Zuckerbirne. Ich merke mir Sachen wirklich extrem schlecht. Zwei Egel und eine Zuckerbirne. Zuckerbirne und zwei Egel. Ich hätte mich unter den Mob mischen. Wurscht, dann habe ich den. Man kann es eh nicht recht machen, also ist mir das egal. I don't care. Ah ja, und ich habe Thales auf Abenteuerreise geschickt. Ich habe doch alles besorgt. Kann ich es nicht schon herstellen? Komm. Ah, ich habe Kaninchen erhalten für den Vorlauf. Ich meine... Zwei gemästete Egel. Okay, dann habe ich es nicht gescheit durchgelesen. Ich habe nur so zwei Egel gekauft. Gemästete Egel. Gemästete Egel. Ach, man muss dies nur gescheit durchlesen. Ich will mir das jetzt nicht durchlesen, das ist der Quest dort eh schon viel zu lange meiner Meinung nach. Wir können es langsam den Quest beenden. Jetzt schon wieder nicht. Blutbeeren erhalten. Gut, jetzt brauche ich nur noch den Beifuß. Beifuß. Wirklich witzig. Das sind Blutbeeren, genau wie sie Mama gemacht hat. Also ich habe das da gerade vorgelesen. Und jetzt fehlt mir nur noch der Beiwurz, dann sollte ich es eigentlich haben. Aber Beiwurz finden, das ist halt... Der kann überall sein, also... Oder gar nirgends. Paradiesholz. Das gibt's ja nicht. Gut, Leute. Ich schneide das. Also, bis gleich.
Es geht weiter. Gut, wir müssen weiter in den Beiwort sammeln, der anscheinend nie zu finden ist. Ich habe Thales derweil, also ich lasse derweil Thales seine Aufgaben erledigen. Ich wette, wenn ich den Typen befreie, dann werde ich sicher an den Pranger gestellt. Das kann ja gar nicht anders sein. Cool, ich habe funkelnde Edelsteine erhalten. Wildblumen, hätte ich nichts Besseres finden können. Ich krieg 100.000 Sachen, aber keinen. Das gibt's ja nicht. Jetzt kann ich wenigstens zu Richtstätten gehen. Wurscht. Ist mir egal. Ich hab's nicht geschafft. Ah! Ich werd wahnsinnig mit dem Quest. Und jetzt habe ich den König nicht dabei, natürlich. Was? Pilze? Gut, die verkaufe ich. Was mache ich mit Pilzen? Ich krieg lauter Sachen, weil ich den Thales immer 100.000 Mal auf, wie nennt man das? Achso, ich bin wieder frei. Oder? Oder das wird sicher gut kommen, wenn ich vor seinen Augen den Typ. Geht doch! Ha. Ja Gott. Leute, ich glaube, ich schneide das. Ja, ich schneide das, also. Das ist ja lächerlich, dass ich. Gut, also wir sehen uns, wenn ich den Beiwurz gefunden habe. Also bis später. Leute, mir war das zu blöd. Ich habe es mir gekauft. Ich habe gar nicht gewusst, man das kaufen kann. Ich habe gedacht, dass man das suchen muss. Nein! Ah, das nervt mich. Egal, ich erstelle das Zeug jetzt. Ach Gott. Wenigstens bin ich ein paar Sachen hier losgeworden. Ja, und viel kann ich schon herstellen, ist ja nicht schlecht. Außer halt, jedenfalls kann der Grolllöser hergestellt werden. Und so, Thales, du gehst nach Hause. Passt. Jetzt muss ich mit Situation klären. Ach, du bist so ein Arschloch. Geht ihr dich? Ordensführer Thales hörte unter Spionen Eier zu, aber verstand nicht alles, was sie ihm erzählte. Sein Gedächtnis blieb verscharrt, Und dann hast du den Zaubertrank getrunken. Ein Lichtblitz blendete Ordensführer Thales und sein Gedächtnis kehrte zurück. Sofort waren die Erinnerungen wieder da. Ordensführer Thales erinnerte sich an alles. Den Grollstab und die Untersuchung an. Oh nein, ich, du warst es nicht, Ordensführer Thales, versuchte Irene zu trösten. Ich habe dem Mann nicht geholfen. Und jetzt hast du die Möglichkeit, es wieder gut zu machen. Gib mir das Schwert. Ich werde dafür sorgen, dass es zerstört wird.
Okay. Gut, ich gebe es hier. Ihr könnt mich beide kreuzweise am Arsch lecken. Ihr Idioten, ihr Vollidioten. Können Sie nicht am Platz stehen bleiben? Na gut, na gut. Dann koch etwas. Und wer hat euch erlaubt, so viel Unsinn machen zu dürfen? Nein! Wenn ich will, dass ihr kämpft, dann sage ich es euch schon, dann befehle ich es euch, aber meine kämpfsüchtigen Vollidioten. Oh. An dem Abend hatte Ordensführer Talis einen Albtraum. Der Grollstab hatte einen neuen Sklaven. Durch ihn wurde eine Armee nach Kaelin Kingdom geführt und das Territorium verwüsten. Es war nicht das Letzte, das er vom Grollstab träumen sollte. Jeden Tag fragte Unterspion in Aira, wie läuft die Reise? Hat uns der Bote den Grollstab gebracht? Ist er zerstört? Aus Tagen wurden Wochen. Noch immer gab es keine Nachricht von der Zerstörung des Grollstabs, aber Ordensführer Talis fragte unbeirrt weiter. Schließlich kam ein Tag, an dem die Frage ausblieb. Dann noch einer, und dann noch einer, und ein dritter ohne Frage von Ordensführer Talis. Der Grollstab war zerstört und sein Einfluss aufgehoben. Quest beendet. Quest beendet. Der Scheißquest ist jetzt beendet, okay? Ah, oh, danke. Grollstab zerstört, alle gut drauf, Level up. Und mein Handy vibriert, das ist perfekt. Ich weiß nicht, wie viele Parts ich jetzt dafür gebraucht habe, aber ziemlich lange. Was mich ziemlich nervt. Ja, es hat mich sehr genervt. Gut, im nächsten Part wird dann das vorletzte wichtige Gebäude erstellt. Und ja, heute nehme ich nichts mehr auf, weil ich so genervt bin. Danke fürs Zuschauen, danke für die Geduld, danke für alles. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.